natürlich gleich mal gedacht, Steinpilz. Auf den einwandfreien Zustand der Speisepilze achten. Sommersteinpilze im November. Boah, wirklich ein Gaumenschmaus. Ein festes Teil. Bilderbuchexemplar. Für den Fund lege ich mich ins nasse Laub. Wunderschön mit den Velumresten hier. Wo sind die Steinpilze? Ja. Bist du zufrieden? Hallo, das ist schon Sache da, ne? Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal und zu einer weiteren Pilztour aus dem Schwarzwald im November 2022. Ja, auf was bin ich heute aus? Pfifferlinge wären ganz nett, echte Pfifferlinge. Bin ich aber sehr gespannt, ob ich da welche finden kann. Ansonsten Boletus edulis, Fichtensteinpilz, kann gern ins Körbchen wandern. Und dann lasse ich mich mal überraschen, was ich heute noch so an Vielfalt vorfinde. Den ersten Fund der Tour konnte ich schon machen beim Aufstieg. Ein wunderschöner Fichtensteinpilz stand einfach am Wegrand. Ich glaube ja, dass da im November nochmal ein Schub von denen kommt. Die Sommersteinpilze waren ja schon da bei uns im Hauswald im November. Wirklich unglaublich dieses Jahr. Ich bin in den Regen reingekommen und beim Aufstieg könnte ich euch ganz oft folgendes Bild zeigen. Sehr viele gut zerfressene, flockenstielige Hexenröhrlinge. Und ein Stückchen nebendran die ja, der erste brauchbare Fruchtkörper. Auch schon ein bisschen angeknabbert, aber noch schön fest. Darf mit. Ja, Pilzfreunde, ein Fund, der mich sehr begeistert, auch ja, im Regen. An dem Standort hier oder an der Stelle vermute ich schon seit 3 Saisons Rotkappen. Und jetzt schaut mal her. Zuerst ist mir das Teil hier ins Auge gesprungen und da habe ich ja natürlich gleich mal gedacht, Steinpilz. Schaut mal her, das ist sogar noch relativ fest hier. Ja, machen wir mal einen Schwenk nebenan. Und hier bei der Hutfarbe, vor allem bei dem Rot hier, kommt man schon ein bisschen weg vom Steinpilz. Und wenn man nebenan schaut, am Stiel, da erkennt man immer noch einen Raufußröhrling. Wir haben hier richtige, aber sowas von Kaventsmänner von Birkenrotkappen. So sind die natürlich nichts mehr fürs Körbchen und für die Küche. Und jetzt ja, schaue ich noch ein bisschen in der Umgebung. Vielleicht findet man noch eine schöne kernige. Da haben wir doch was. Aber schön kernig und fest ist was anderes. Das hier ist ja Gammelpilz. Zum Standort, das ist ein relativ junges Fichtenwäldchen und überall sind Birken eingestreut. Ja, da haben wir sie. Ich habe noch ein bisschen weiter gesucht und bin erfolgreich. Wenn euch übrigens Video gefällt, zeigt mir es gerne mit dem Däumchen nach oben. Dankeschön für eure Unterstützung. An der hier wurde schon gut geknabbert. Auch die hier steht kaum mehr wirklich da, aber dahinter gibt es noch ein paar weitere. Auch das bleibt hier. Die bleiben da, aber hier, da ist doch was, was wirklich Festes zu finden. Klasse, ich kann mich für Rotkappen sehr begeistern. Und im Laub, hier beim Buchen, ja, schwer zu erkennen. Schaut mal her, der drückt auch ein kleines Köpfchen hoch. Und da dahinter haben wir ein Bilderbuchexemplar. Hier nochmal Raufußröhrling, rauer Stiel oder so schwärzliche Schüppchen am Stiel. Ich finde, ein sehr feiner Speisepilz und die 3 Fruchtkörper werden geputzt und dürfen ins Körbchen wandern. So lag der flockenstielige Hexenröhrling schon da. Wenn man auch angucken, sehen wir hier am Stiel keine schwarzen oder blauen Druckstellen hier von mir. Ja, der wiegt einiges und liegt einfach so da. Ja, und das ist das, was bei Dickfußröhrlingen besonders gern passiert. Ab einem gewissen Alter bzw. einer gewissen Größe oder auch wenn die Maden oder die Tierchen sehr, sehr krass tätig sind am Stielende, kippen die einfach um. Dazu möchte ich gleich noch anschließen, ja, wenn ihr bei so einem Wetter unterwegs seid, bitte beachten, die Pilze können sich extrem schnell mit Wasser vollsaugen und ja, manchmal ist da der Speisewert ein bisschen schwerer dann zu festzustellen, würde ich sagen. Grundsätzlich gilt immer, ihr müsst euch 100% sicher sein, wenn ihr einen Pilz esst, dass es auch der entsprechende Pilz ist. Aber bitte auch jetzt, vor allem wenn es in die Richtung Frost und Winter geht, auf den einwandfreien Zustand der Speisepilze achten. Nach flockenstieligen Hexenröhrlingen nochmal im November zu schauen, lohnt sich auf jeden Fall. Nehmen wir mal wieder so ein Beispiel, wo sie mitten auf dem Waldarbeiterweg hochdrücken. Die hier darf mit.
einige Steinpilzkadaver, anders kann man es nicht nennen, konnte ich auf dem Weg auch noch erblicken. Ich hoffe, da waren noch mal ein paar knackige ins Körbchen. Hört gerade nicht auf mit denen. Hier mal den nächsten Brummer. Ja, was machen wir damit? Bleibt in dem Fall stehen. Ich gehe noch an ein paar andere Stellen. Ich habe mit den Pfifferlingen noch nicht so ganz abgeschlossen. Aber die Flockenhexe hier darf mit. Da muss ich an Sabrina Outdoor denken. Ein Herzpilz. Mit der habe ich ein Steinpilzherz gefunden. Und jetzt haben wir ein Flockenhexenherz. Auch hier wurde schon ein bisschen geknabbert. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob man die mitnimmt. Und die kleine Kernige hier darf auch mit. Ich habe Pfifferlinge gefunden. Ja, nicht echte Pfifferlinge, sondern Trompetenpfifferlinge. Aber kommt mit. Bin gerade in einem Waldstück unterwegs, das von Tannen und Fichten dominiert ist. Ab und zu ist mal eine Buche eingestreut, kann man sehen. Und schaut mal daher. Der hier hat es kaum rausgeschafft. Wir kennen schon mal direkt Leisten unterm Hut. Und hier haben wir noch ein paar. Wir erkennen in diesem Fall hier einen sehr gelben Stiel. Hier haben wir nochmal wunderschön die Leisten. Auch ganz wichtig. Ich bin hier beim gelbstieligen Trompetenpfifferling. Für manche Autoren ist es nur eine Varietät zum Trompetenpfifferling. Für manche Autoren sind es zwei unterschiedliche Arten. Letztendlich wird man das aber nur mikroskopisch dann in der Regel 100% bestimmen können. Aber ja, die ja wirklich ein sehr, sehr deutlich gelber Stiel. Verwechslungspartner habe ich auch gefunden, blende ich euch mal über. Das Galatkäppchen ist giftig, sollte man nicht damit verwechseln beim Galatkäppchen, aber das Hauptmerkmal, wir haben hier unterm Hut keine Leisten, da ist nichts zu erkennen, keine Lamellen auch. Also wenn ihr Trompetenpfifferlinge sammeln wollt, immer schön bei jedem Einzelnen um das Hütchen schauen. Die können sich auch mal ganz gerne den gleichen Standort teilen. Ich konnte sie auch schon direkt nebeneinander finden. Also da bitte aufpassen. Also die Hexen, ja, das kann sich heute definitiv sehen lassen. Ich nehme es euch mal hier ab, den Weg entlang. Eine Allee von Hexenröhrlingen sozusagen. So, an dem war ich auch schon dran. Machen wir mal den obligatorischen Drucktest. Ja, man kann es gut erkennen, da bleiben Dellen zurück, da springt nichts mehr raus. Aber hier, der da, das ist wieder ein richtig kerniges Bürschchen. Wunderschön, wieder ein Musterexemplar. Die Flocken auf gelbem Grund, herrlich. Der darf mit. Hinter mir ist ein kleines Stückchen mit, was ist drin? Birken, Pappeln. Ein paar junge Buchen, ein paar Eichen, ein paar Fichten sicherlich auch noch eingestreut irgendwo. Ja, und das mit einem Rotkappen, das hat mich so angefixt. Ich schaue da mal rein, das könnte, denke ich, was werden. Habe ein gutes Gefühl dabei. Zum Einstieg gleich ein Pilzfund. Keine Rotkappen, wie man sehen kann. Aber passt ganz gut zu unserem heutigen Regenvideo. Ja, wir erkennen hier einen sehr hygrophanen Hut. Entnehmen wir mal einen Fruchtkörper. Jetzt mit dem Stiel wissen wir auch, das hier sind Stockschwämmchen. In dem Alter sammle ich sie auch schon überhaupt nicht mehr, vollgesaugt mit Wasser. Sehen hier auch schon leicht in der Zersetzung teilweise. Einer der Pilze, wo man generell äußerst sicher sein sollte, wenn man ihn sammelt. Tödlich giftige Verwechslungspartner, Gifthäuptling. Und gerade jetzt bei so einem Wetter und der Wetterung, ja, bitte nur, wenn ihr euch wirklich 100% damit auskennt, an die Stockschwämmchen rantrauen. Ja, und jetzt suche ich mal hier ein bisschen weiter. Da steht doch was. Und da klebt ein Blatt auf. Nein, ich fasse es nicht. Tatsächlich. Ja. Und schaut euch den Kavenz mal an. Ein festes Teil. Das ist mal eine wunderschöne Heiderotkappe. Rausdrehen. Wow, wie wunderschön ist die denn? Schaut euch das mal an. Klasse, herrlich. Ich behaupte mal. Oder ich sag's einfach, für mich der schönste Rotkappenfund des Jahres. Dieses Jahr war ich ja oftmals sehr spät dran an den Stellen. Gibt da auch eine schöne Espenrotkappenstelle bei mir im Wald vor Ort. Aber das hier, ja, begeistert wirklich sehr. Na, jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, ist es ein Einzelkind? In dem Laub die Suche ein bisschen schwer, aber wir machen mal noch weiter. Da hat es noch ein paar Birken. Vorsichtigen Schrittes durchs Herbstlaub. Der Regen geht wieder los. Ich bin eh schon klatschnass. Leute, für den Fund lege ich mich ins nasse Laub. Schaut her, noch eine Rotkappe und was für eine. Schaut euch mal das Teil an. Und die ist fest. Wow. Heidewitzka.
Was ein Kavenzmann. Okay, das ist jetzt der schönste Rotkappenfund der Saison oder des Jahres. Ich würde so gerne hier weiter suchen, aber mit der Technik und im Regen macht es keinen Sinn. Ich muss jetzt in irgendeinen Wald, wo es ein bisschen geschützter ist. Mission echte Pfifferlinge wurde ad acta gelegt. Im heutigen Video habe ich alle Stellen aufgesucht, die mir hier bekannt sind. Ich habe keine Fruchtkörper entdecken können. Ich weiß, dass ein paar Leute welche finden im Nordschwarzwald und Südschwarzwald, aber für mich echte Pfifferlingssaison hiermit erledigt. Und hier mit dem ganzen Moos kommen wieder so richtige Seven vs. Wild Schweden-Gefühle auf. Freue mich schon auf die zweite Staffel. Von den Freunden hier drücken auch wieder einige hoch. Fliegenpilze seit Wochen stetiger Begleiter im Schwarzwald, Amanita muscaria. Und dahinter der erste Fund bei der heutigen Tour, wenn es stimmt, gerade erblickt. Jawohl, da haben wir einen Maronröhrling. Sogar noch einen festen. Dahinter haben wir nochmal einen. Ja, hier wird schon ein bisschen gefressen. Nochmal ein. Ach, und da kommen auch noch ein paar hoch. Der hätte, glaube ich, schon Trockenschaden. Die Tage war es nämlich sehr trocken, bevor heute die Sinnflut runtergekommen ist. Aber hier erkennen wir auch schon so richtige helle Grautöne an der Röhrenschicht. Das ist auch ein Zeichen, hier wird der Verschimmel. Bleibt da, auch wenn er relativ fest scheint. Und neben dem Weg, kaum hat man den ersten gezeigt, hört es auch gar nicht mehr auf. Schaut euch mal diesen Kavenzmann von Fliegenpilz an. Wunderschön mit den Velumresten hier. Noch ein relativ junger Fruchtkörper. Heute gab es auch wieder Pilze in Massen zu finden. Die habe ich aber aufgrund der äußeren Gegebenheiten etwas ignoriert. Möchte ich euch aber nicht vorenthalten. Hier haben wir ganz alte Fruchtkörper. Es gibt aber auch ein paar junge. Ja, die Reizker. Weiterhin ein absoluter Massenpilz. Hier haben wir den Lachsreizker. Symbiose mit Tanne. Wir holen mal einen raus, den nehmen wir auch mit. Jawohl, erkennen sehr schön die Grübchen am Stiel. Ich habe es schon ganz oft gezeigt, aber ich werde es nicht müde zu zeigen, weil es auch Spaß macht. Hier, Reizker, rote Milch, rotmilchende Reizker, alle essbar. Wer einen Reizker als solchen bestimmen kann, findet hier ganz tolle Speisepilze vor. In Spanien sind die unglaublich beliebt, da gibt es sie auf dem Markt. Gerade für Tapas eine richtig leckere Geschichte. Scharf in der Pfanne angebraten, ein bisschen Knoblauch dazu, Salz und dann einfach auf ein Weißbrot, Baguette vielleicht ein bisschen angeröstet. Boah, wirklich ein Gaumenschmaus. Grundsätzlich sammle ich die Reizker immer so gegen Ende der Tour, eben wegen dem Färben. Ja, orange verfärbte Steinpilze sind dann auch nicht so das Schönste im Körbchen. Ja, jetzt muss ich mich doch ein bisschen noch mal unterstellen. Ja, kleiner Einschub. Auf jeder Tour wird ein Stückchen Müll mitgenommen. Habe ich vielleicht mal bei den letzten Touren ab und an vergessen. Aber Gruß geht raus an einen Zuschauer, der mich da immer dran erinnert. Ja, Dankeschön an dich. Ist eine Herzensangelegenheit geworden. Ja, den Abhang hier, den werde ich jetzt nicht runterlaufen. Aber ich mache euch mal eine Überblendaufnahme von den Sommersteinpilzfunden vor 2 Tagen ins Video. Sommersteinpilze im November. Wahnsinn. Habt ihr schon mal welche finden können? Lasst gerne einen Kommentar da. Ich schaue mir gerade ein paar Sommersteinpilzstellen an. Und Leute, schaut aufs Datum. 2. November. Und was steht dahinter? Ein Sommersteinpilz. Unglaublich wunderschönes Exemplar. Also der Schub, und Moment, ich entdecke gerade noch einen, der Schub begeistert echt sehr. Also Sommersteinpilze im November, das gibt's auch so sehr, sehr selten. Unglaublich, was ein Träumchen. Ich hätte damit heute nicht gerechnet. Nochmal 2 Stück, beide auch noch schön fest, auch wenn die Röhren hier schon ein bisschen dunkler sind. Aber Hut, ne? Das ist knackig. Ja, und hier an der Stelle, an der ich jetzt bin, habe ich die ganze Saison keine Fruchtkörper gefunden. Ja, und für den waren wir dann auf jeden Fall eine Woche zu spät. Ja, damit kann man auch echt zufrieden sein. Ich habe nochmal einen Fund gemacht. Ja, und hier bin ich aufgrund der makroskopischen optischen Merkmale beim Trompetenpfifferling. Ich lege mal einen der Funde von vorhin daneben. Ja, und hier bin ich ja beim gelbstieligen Trompetenpfifferling. Wer einen Leistling als solchen erkennen kann, ist sozusagen schon mal auf der sicheren Seite. Wenn der Fruchtkörper Speisequalität hat und natürlich nicht überständig, schimmelig, faulig oder sonst was ist. Dann haben wir noch den duftenden Leistling, den dritten im Bunde, den man hier bei der Verwechslung beachten sollte. Sind aber alles 3 feine Speisepilze. Oh lieber Gott, was hast du denn da wieder gefunden? Einiges. Hexaderling, ne? Ja, also die flockestielige Hexe. Kommen wir gerade in allen Größe hoch, muss man sagen.
Ja, aber die sind Millionskerl, hey. Aber guter Pilz ist auf jeden Fall. Und das, Opa, das hat mich heute komplett verrückt gemacht. Was ist das? Das kennst du, oder? Na, das ist keine Rotkappe sein. Doch, ist eine Rotkappe. Boah, so habe ich noch gar nicht gesehen. So habe ich noch gar nicht gesehen, so ein Kerl. Die lebt da nicht. Meine Herren, sag mal. Also das ist schon nicht normal, oder? Und Opa, das war bei einer Stelle, wo ich schon nach der Rotkappe, also bei einer Stelle nach 3 Jahren schaue und immer so gedacht habe, Mensch, da müssen welche sein. Und heute war sie da. Das gibt's nicht her, so Dinger da, um Gottes Willen her. Das ist ein super Pilz, weißt du das? Ja, super Pilz. Ne? Schmeckt da noch, Bruder, wenn du richtig noch riechst. Da, Reizger. Aber da habe ich nur 2, 3 mitgenommen heute. In Masse im Schwarzwald, die Reizger, wirklich. Was? Ja. Die Spanier stehen drauf. Für Tapas. Na, sag mal, hey. Und Opa, eine Frage hast du nicht gestellt. Wo sind die Steinpilze? Ja. Ja. Einen für dich. Ach, du Scheiße. Ist das auch ein Sommerneu? Nein, das ist ein Fichtensteinpilz. Also das ist ein... So soll das jetzt losstehen, ne? So die Kerl. Ja, aber alle, die ich heute gesehen habe, waren zu alt. Und es ist, also ich weiß nicht, ob der November schon kommt. Ich bin mir noch unsicher. Ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen warm. Manchmal kommen wir noch später. Also, noch. Mal gucken, was nächste Woche geht. Super. Super, das ist ein Festbuch da. Dann darfst du das ja gerne nehmen. Das ist ein kleines La. Aber so Rotkappe neu, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Bist du zufrieden? Hallo, das ist schon eine Sache.